Was geht ab hier zurück zu Let's Play Chicken? Auch am Samstag geht's mal wieder weiter mit einer neuen Folge. Ich glaube, wir sind schon in Folge 4, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Kann möglich sein. So, unser Mongo, der will abhauen. Gucken, was wir denn machen. Wo ist unser Seil hin? Hier. vielleicht haben wir ja so einen Zaun oder so, wo man den anbinden könnte. Wenn wir so ein Wooden Fence nehmen. Machen wir mal eine Werkbank ein. Eine Werkbank. Alles klar. Wooden Fence. Mach hier mal so ein... So ganz riesig. Echt? Seil. Kann man das hier irgendwie rumbinden, nur? Naja. Hä? Naja. Wir können das nur einsperren. Das ist ja blöd. Das Seil ist halt nur zum Mitnehmen. Naja, bauen wir halt einen Zaun drumherum. Ist auch kein Problem. Wie ihr hört, bin ich etwas angeschlagen. Tut mir sehr leid, aber ich kann es gerade nicht ändern. Aber Aufnahme muss ja... Die Show must go on, ne? Wie es so schön heißt. 35 Zäune, damit sollten wir was anfangen können. Hä? Warte mal. Verbindet sich das dann zum Zaun, oder wie ist denn das? Hä, wie verbinde ich denn das? Warte mal. Ich glaube, wie es gemeint ist. Ich habe vergessen, wie man es dreht. Nee. Dass man das vertikal platzieren könnte, geht auch nicht. Scheiße. Wie baut man denn so einen Zaun? Ah! Das geht automatisch. Alles klar. Wie viel Platz habe ich denn jetzt gelassen? 1, 2, 3. Das klappt nicht. Dann klappt das, ne? Mal näher ran. Das klappt auch nicht. Ich glaube, die müssen nebeneinander stehen. Alles klar. Da hacken wir mal wieder was. Fällt wie so ein Baum um. So. Ist halt blöd, dass wir so winzig klein sind. Da sehen wir nicht so viel von unten. So. Reichen 3 auch noch? Nee, das ist so viel. Also 2, ja. Okay. Ah. Grabe ich den ganzen Boden auf. Wegmachen. Die Scheiße, ja. Aus wie Elefantenkacke. Na. Soll ich es wegmachen? Nee, aufmachen, ne? Na egal. Bevor meine Axt alle geht. Die ist eh bald alle. 1, 2. Ja, alles klar. 1, 2. Der ist nur ein bisschen in der Luft. Moment, das können wir eigentlich besser machen. Sieht cool aus, wie das fällt. So. Und es hat sogar angepasst, das ist cool. Hier mit der Höhe. Na. Ich muss da drinnen bleiben, wenn ich gerade einen Zaun für dich baue. Weißt du das? Hast du jetzt gerade meinen Zaun verhindert? Oder was war das denn jetzt? Hä? Hast du gerade meinen Zaun verhindert? Da war nämlich da eigentlich. 1, 2, 3. Runter. Was denn? Geht. Wenn du nicht dazwischen funkst, geht alles. Ah, cool. Das macht sogar automatisch, wenn das zu hoch ist. Ist doch nice, Alter. 1, 2. 1, 2. Das ist richtig geil. Also das mit dem Zaun, muss ich sagen,
Das haben die sehr geil gelöst. Ich komme da nicht mehr durch. Doch, komme ich. Ich brauche dann mal einen Eingang. Nee, 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 nee. Komm mal raus hier. Ein Glück habe ich ein Seil. Hier. Ja, rein hier. Andersrum. Schön, wenn ich dich hier anbinden könnte. Das wäre schön. Aber kann das die Ding eigentlich auch verhungern? Kann das auch mal passieren? Bin ich mal gespannt. Weil hier drinne in meinem Hof, da soll es ja jetzt nicht so viel Nahrung geben. Theoretisch. Oh, das war zu kurz. Ja. Kein Ding. Kann man ja alles ändern. Aber an sich, also, was man hier alles machen kann, verstehe ich diese negativen Bewertungen immer noch nie. Also ich meine bei Steam. Meine von dem letzten Video könnte ich allerdings verstehen. Ist ja so ein kritisches Thema momentan. Hätte ich vielleicht den Mongo 1 doch nicht Tanzverbot nennen sollen. Na gut. Lektion gelernt, alles klar. Extra eine schöne Beschreibung zugeschrieben, aber trotzdem gibt es ein Dislike. Was sollen wir denn da machen? Tja. Wenn den Leuten das halt nicht gefällt, geben sie ein Dislike. Wobei das mir auch mittlerweile relativ egal ist. Als YouTuber geiert man doch ganz schön nach Fame. Man kann halt auch durch Dislike-Fame werden. Dann gibt es dann trotzdem noch genug Anhänger, die dich dann supporten. Wenn du negativ auffällst, dann wirst du immer erfolgreicher sein. Das, wenn du das alles richtig machst, so wie wir. Ja? So ein Verbrecher, der kommt auch eher mal in die Schlagzeilen als ein Büroarbeiter. Oder so. Und dadurch kommt er halt auch durch zu seiner Bekanntheit. Ja? Ich glaube, ich muss mal langsam mal eine neue Axt machen. Brauche ich aber Eisen. Habe ich Eisen? Ja, so richtig habe ich halt kein Eisen. Das ist mein Problem gerade. Scheiße. So, und das ist immer genau nur das anzeigt, was man wirklich gerade craften kann. So, mal schauen. Da brauche ich echt Eisen. Finden wir mal Eisen irgendwo? Was ist denn eigentlich da unten? Das ist, glaube ich, die Giraffe, die sich ertränken wollte. Alles klar. Aber Eisen? Wie sah denn Eisen denn nochmal aus? Das war das... Ach, Hunger. Ja, wieder was essen. Ich hab gar nicht viel Äpfel. Kann schon wieder ein paar machen. Ein paar backen. So, jetzt muss ich echt aufpassen, dass wir nicht gefressen werden von irgendwelchen mutierten Viechern. Die überall rumlungern. Aber sieht erstmal gut aus. Das war wahrscheinlich kein Eisen. Das war Stein oder so. Jetzt muss ich erst mit der Hand leider draufschlagen, weil wir kein Eisen mehr haben. Keine Spitzhacke, keine Axt. Alles dasselbe. Nee, immer noch kein Eisen. Cool, die haben ein Ei gelegt. Ich weiß nicht, wer da jetzt ein Ei gelegt hat und wie die das Ei gelegt haben. Na, vielleicht kriege ich ja meinen Hund dazu, auch mal ein Ei zu legen. Das wäre gar nicht so nachteilhaft. Kann ja vielleicht sein, wenn die genug gefressen haben. Oder was die Giraffe, die ein Ei gelegt hat. Man weiß ja, die Giraffe greift mich an, das wissen wir ja schon. Naja, alles gut. Wenn wir wissen, wann die mal Eier legen, dann können wir nämlich auch unser Tierbestand vermehren da drin, ne? Aber ich denke, wenn die genug gefressen haben, werden die Ei legen oder so. Das könnt ihr mir gut vorstellen. Oder müssen die sich paaren? Für Eier legen, paaren? Nee. Eier legen sie sowieso. Nur dann... Ah, das ist schlau gemacht, ja. Brauchen sie sich nicht paaren. Eier legen die nämlich sowieso. Nur das Männchen würde das dann befruchten, dass das auch was rauskommt. Ob das jetzt hier nötig ist, ist jetzt die Frage. Aber meistens eigentlich nicht. Wir können sie ja manuell rausholen. Das klingt nicht gut. Also die Hühner nicht, aber das... Geschnupper. Alles klar bei euch? Ich
Ich weiß ja, was hier für böse Viecher gibt überall. Da oben, da. Da im Dunkeln ist was. Ich könnte vielleicht mal ein Bett bauen. Mal gucken, wie was ich dazu brauche. Ein feines Bett. Hat mir gar nicht angezeigt. Doch hier. 8 Chicken Bodies. Da bräuchte ich viel. Da müsste ich noch ein paar Hühner töten. Ah, das ist ja gar nicht so ungefährlich, die Hühner zu töten. Naja. Alles schwierig hier. Am liebsten wäre es mir, wenn mein Huhn Eier legen würde. Da wäre mir alles egal dann. Nicht so nahe kommen, nicht so nahe kommen. Ich mache dir nichts Böses. Und du mir auch nichts, ne? Alles klar. Ich muss da irgendwann mal Eisen geben. Ist das vielleicht Eisen? Ist gefährlich hier. Ohne Spaß. Immer noch kein Eisen. Ich glaube, wenn ich Eisen finde, das müsste auch direkt unten ins Inventar abgelegt werden. Was wäre dann was Neues? So. Is on the food. Press E to harvest. Achso, dann müssen wir schon durch. Wissen, was der will. Steine. So, alles andere habe ich jetzt zu Genüge. Hütchen, sag du mal was. Wo finde ich denn hier Eisen? So, mal das wieder für ein mutiertes Ding ist. Das ist wie ein Hühnchen mit Dinobeinen. Also wie Tyrannosaurus Chicken. Ist das hier? Geht das auch kaputt? Ich gebe das ja mit Eisen. Das geht auch kaputt. Ich glaube, dauert nur. Das dauert nur. Nicht scheißen. So, bitte. Bitte Respekt. Stein wahrscheinlich. Limestone habe ich jetzt relativ viel. So, die Hühnchen. Haben die wirklich hingeschissen? Ist das Eisen? Hühnchen? Hühnchen ist das Eisen. Alter, ich hab dich gestreichelt. Da brauchst du mich nicht gleich auffressen. Meine Fresse. Ich dachte, ich kann mal Tiere in freier Wildbahn streicheln, aber nein. Da fressen die einen auf. Alles klar. Alles klar. Ne? Gucken. Und du haust mir ab, bitte. Ich weiß ganz genau, wo du weißt, wo du weißt, wo du wohnst. Nämlich bei mir. Ja. Als ob die Tiere in Gefangenschaft einfach abhauen könnten. Bitte. Ich bind dich bald an den Pfahl, wenn ich weiß wie. So. Können wir gleich mal gucken. Ich wollte mal gucken, ob ich das hier Seeds herkrieg. Dass ich hier Squash zum Beispiel herstellen könnte. Baked Squash, Cactus Seeds, Squash Seeds, geil. Da könnte ich nämlich mir da dauerhafte Nahrungsquelle basteln. Müssen wir erstmal Boden graben. Wo ist ein Stock hier? Place. Achso. Brauchst du dazu überhaupt sowas? Ja, brauche ich. Kann mir ein schönes Feld anlegen. Das ist relativ cool gemacht. Irgendwie easy einfach. Einfach übel easy. So. Da haben wir mal noch den. Boah, du bist hinter mir, ey. Du hast vor mir angezeigt und bist hinter mir. Das gibt's ja wohl nicht. Oh Mann, das Ding wieder kaputt. So, nee, das will ich jetzt nicht. Ich will noch ein paar Squash Seeds machen. Ah, haust schon wieder ab. Ich sehe das schon, ne? Nicht mehr lange. Huch, so daneben. Fuck, die liegt irgendwie. Frisst du gerade was? Ich glaube, der hat da Hunger. Ja, der sagt mir, dass er Hunger hat. Oder muss ich das selber wissen, wenn er Hunger hat? Ich entscheide selber.
Ja, ich geb dir gleich was zu fressen, warte. Eat, Frau. Muss mal frauden. So, unser Squash, das dürfte jetzt eine unendliche Einnahmequelle sein. Nahrungsquelle, meine ich. Hier. Legst du auch mal gerne ein Ei? Hätte ich nichts dagegen. Willst du ein Ei legen? Weil der frisst so viel. Hast du heute keinen Bock, ein Ei zu legen? Machen noch. Fünfe, sag mal. So. Hinter dir. Muss dir echt den Maul werfen. Ah, ich glaube, du legst heute kein Ei. Wie bringen wir dich denn zum Eierlegen? Ja? Erzähl mir das doch mal. Muss da irgendeine Möglichkeit geben, dass du ein Ei legst? Es kann ja nicht sein, dass du keins legst. So. Alles klar, hier. Was gibt's denn da drüben zu fressen? Was Neues? Das muss doch jetzt erst gewachsen sein. Scheiße, ich komme hier nicht raus. Ach Hühnchen, warum willst du mal abhauen, ne? Das ist nicht so schön. Das ist doch neu hier. Was war das? Krass. Alles klar. Muss ich echt wieder mitnehmen? Ja, alles klar. So, kommst du wieder mit. So, Hühnchen in Zuchthaltung ist gar nicht so einfach. Hast du schon wieder gefressen? Dass du schon wieder rülpsen musst. Kann ja wunderbar sein. So. Ich suche eigentlich immer noch Eisen. Wir können auch erstmal noch die Zäune zu Ende bauen. Vielleicht gibt es auch eine Tür. Oder ich muss eine normale Tür nehmen. Das ginge bestimmt auch. Ein Fenster, gibt es das? Geld, ja. Brauche ich nochmal neue Loks. Aber da muss ich erstmal wieder Bäume fällen. Ich kann auch wieder welche anpflanzen, das wäre gar nicht so. Was ist das hier? Eisen? Bist du Eisen? Hätte ich nichts dagegen. Oder bist du nur so ein Bug? Ne, du gehst doch kaputt. Wenn ich auf dich drauf fahre, gehst du auch kaputt, oder? Bist du Eisen? Sieht aus wie Kohle. Geil. Eisen, Tanzverbot, das ist Eisen. Das muss doch neu sein. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, der Eisen. So. Jetzt können wir auch wieder. Steine. Ach, Steine sind die schwarzen, achso. Können wir sogar eine Tanne machen, geil. So, Eisen muss jetzt eine Weile vorhalten. Ich versuche erstmal das Eisen nur drauf. Was willst du hin? Was willst du hin? Ich muss mal Eisen sparen. 1, 2, 3. Kann natürlich sein, wenn das respawnt. Wenn es muss ich eins tiefer setzen. Ach, das hält noch. Kann natürlich sein, wenn das. Kommt hier das Teil her? Wenn das respawnt. Wäre nicht schlecht. 1, 2, 3. Andererseits ist auch die Welt bestimmt auch unendlich groß. 1. So ein undankbares Mistvieh. Baue ich extra für den einen Zaun und da will er wieder abhauen. Du bist nicht mehr ein freier Natur. Mensch, du gehörst jetzt mir, weißt du das? Kann man eigentlich hier besitzen? Wenn man es selber benennt, schon. Ich kümmere mich ja regelmäßig um das Vieh.
So. Tief genug. Ja, geh mal wieder rein. Danke. Noch ein Stück. Alles klar. So. Apropos, alles klar. Wir haben ja bald die 1000 Abos erreicht. Ist ja gar nur so ein kleiner Schritt. Ja, wir haben nur, leider, null Ideen, was wir da machen können. Also wenn es jetzt hier noch Zuschauer gibt, die bis jetzt durchgehalten haben. Gar nicht so einfach. War ganz cool. Habt ihr irgendwelche Ideen? Also, wir sind da wie immer überfragt für solche Sachen. Null Inspiration. Dann soll es jetzt. Das wird bestimmt was Real-Life-mäßiges oder so. Hühnchen nicht raus, ich bin gleich fertig. Da kannst du jetzt nicht einfach abhauen. Na, jetzt aber ohne Scheiß. Ohne Spaß. Hühnchen. So, die stellen wir nämlich in die hinterste Ecke. Das Gras ist wirklich nicht neu. Das ist neues Gras. Krass. Da entsteht neues Gras. So. Also. Hä? Was ist denn ein Fehler? Ich sehe keinen. Was hast du für Probleme? 1, 2. Ich hab selber Hunger, merke ich gerade. Erstmal die Melone. Apfel kann ich doch auch roh essen, oder? Klar kann ich Apfel roh essen. Kochen wird es zwar mehr bringen, aber egal. Warum geht denn das hier nicht? Ja? Das ist doch eine Linie. Klar, das ist eine Linie. An der letzten Ecke hat er Probleme. Das gibt's da gar nicht. Das schaltet man nur so. Das geht ohne. Hä? Brauche ich halt mal ganz neu. So. Das geht. Das geht nicht. Das geht. Das geht auch. Ja, ich brauche noch einen Platz für die Tür. Das ist scheiße, ja. Machen wir halt so. So geht's. Mal kurz gucken, wie groß die Tür ist. Ach, Hühnchen, bitte. Bleib drinnen. Das ist der letzte Ausweg, den du hast, und du findest den. Das gibt's doch einfach nicht. Bleib mal bitte drinnen hier, ne? Du kannst alles andere benutzen, du kannst mich von mir auch was in die Bude scheißen, aber geh bitte nicht raus, okay? Jetzt bist du wieder hier auf dem Weg. Ich weiß nicht, wie du das schaffst. Irgendwie erscheinst du mir doch ganz schön klug. Für ein Hühnchen. Da stimmt was nicht. So. Hast du Hunger? Was frisst denn du wieder? Du hast doch irgendwas gefressen gerade. Hab ich doch gehört. Ich hab dir da drinnen schon eine Nahrungsquelle angelegt. Das muss doch reichen. Aber den hast du vor uns gerülpst. Muss doch mal satt sein. Da gibt's wieder das Zeug vom. Was auch immer das war. Naja, ich nehme auch noch ein bisschen was. Komm, du bist doch satt, das höre ich doch bis hier hin. Ich will auch noch ein paar Äpfel haben, ne? Ich will ja auch nicht verhungern, du. Ja, wo rennst du schon wieder hin? Warte. Wo rennst du jetzt hin? Da will ich jetzt hin. Was machst denn du jetzt? Du rennst so zielstrebig ins Wasser. Als ob du Durst hättest. Kann das sein? Hä? Trinkst du gerade? Aber wie soll ich denn da das Hühnchen in Gefangenschaft halten? Wenn das dauernd trinken muss. Ich muss ja eine Wasserflasche hinstellen. Eine Suppe.
Ist auch eine Idee. Sonst habe ich da noch nichts Großes. Ich hätte ein Bucket. Brauche ich aber 4-mal Eisen. Na, alles klar. Ich glaube, du hast Hunger und Durst. Aber ich kann jetzt nicht alles machen. Aber Durst ist erstmal gestillt, ne? Und ich weiß ja, du kommst ja eh nicht mehr aus dem Wasser raus. Haben ja schon Referenzwerte von einigen anderen Hühnern und Giraffen. Die wollen ja dann zum Fisch mutieren. Den ist bestimmt schon den. Also der Giraffe sind bestimmt schon Schwimmflossen gewachsen. Solange wie die da schon drin ist. Aber du kommst jetzt erstmal raus, okay? Alles ist gut, alles ist gut. Tja, du kommst hier nicht durch. Ich schon. Brauche ich eigentlich gar kein Fisch. Na doch, ein Tor brauche ich schon. Für neue Tiere. So. Wir machen jetzt ein. Erstmal noch ein bisschen Holz. Wir machen jetzt eine Tür. Alles klar. Wooden Gates. Das passt nicht gerade perfekt. Da platzieren wir hier drüben, das ist noch ein bisschen schlauer, oder? Wie schnell ist denn das Ding alle? Ohne Spaß. Nehme ich dann mein Eisen doch lieber für anderes Zeug. Das ist viel zu schnell, Alter. Mach lieber ein Bucket draus, wenn ich nächstes Eisen habe. Da kann ich auch ein bisschen mit der Hand drauf rumhauen auf. Auf bestimmten Sachen. Also Steine ging ja da eigentlich nur schneller. Dann geht das eigentlich auch. So. Ja, das sieht doch recht gut aus. Muss ich mir mal selber loben. Da kommt jetzt auch so schnell niemand mehr rein und niemand raus. Kann mir das Hühnchen nicht mehr abhauen. Das ist sehr gut. Baked Melonen. Baked Squash. Und gebackenen Apfel. Und das jetzt. So. Sind wir noch ganz gut vorangekommen. Können ja schneller unser Haus verenden, wenn wir schon mal dabei sind. Wie viel brauchen wir denn noch? Also. Nee, Stone Roof, wir hatten Holz. Zwei. Also ich überlege gerade eins. Das schon noch. Sechse? Ich glaube, das ist jetzt zu viel. Müssen wir mal kurz gucken. Huch. Vorbeigesprungen. So, drehen. Hatte ich das so ausfallend gemacht, dass es nach außen ging? Ja. Hatte ich gemacht. Ja, ich falle durch die Tür durch. Scheiße. Ich glaube, das ist so weit drüben. Geht es drüben auch drüber? Ne. Sieht zwar cool aus. Nein, das nicht ganz. Scheiße. So fällt das Dach auch runter. Aber unsere Wände halt auch. Müssen wir mal wieder zur Wände hinsetzen, das ist ja jetzt kein großes Ding. Habe schon die anderen Dächer gesetzt. Hatte ich da eine Erhöhung? So müsste es sein, oder? Ja, so sieht's ganz gut aus. Kann ich jetzt auf den Dingern laufen? Nee. Nee, so ganz nicht.
Keine so einfach. Das ist jetzt natürlich zu weit drüben. Hauen wir es ab. Achso. Ist schon weg. Muss noch einsammeln. So ist perfekt. Glaube ich. Ja. Gut. Vorteil ist, ich stehe gerade direkt drauf. Das hier ist ein Nachteil. Obwohl, das sieht eigentlich ganz cool aus. Irgendwie. Hey, wieso klappt denn das hier, aber hier nicht? Ach, klar. Okay. Zu weit drüben. Ich dachte, hat gerade schon an mir gezweifelt. Gar nicht so easy hier. Dann halt nochmal. Selbe Technik eventuell. Dann könnte man das hinkriegen. Pum, pum, also fliegen wir einfach mit. Im Fliegen das zu machen. Aber wir sind ja nicht im Kreativmodus. Gibt's denn überhaupt? Ja, ich denke schon. Das Problem ist jetzt nur, wir bräuchten jetzt hier wieder Wände. Haben wir noch Wände? Nein, haben wir nicht. Also die Frage, wie viele hier reinpassen. Also zwei sollten es schon sein. Denke ich jetzt mal. Huch. Dann brauchen wir wieder Holz. Ah, ja. Aber ich denke mal eher. Ja, spielen wir das schon. Ach, das stimmt. Das war ja das Spiel ohne Steam Overlay. Pflanzen noch ein bisschen Gras an. Ne, Gras. Das nicht gleich weghauen. Trop. Ah, nee, das im Gras kann man anscheinend gar nichts machen. Ich habe so das Gefühl, du frisst eh, was du willst. Also. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann bauen wir das Haus fertig. Diesmal wirklich. Einen Zaun haben wir jetzt. Hühnchen ist sicher. Von unseren bösen Angreifern. Dann gucken wir mal, dass wir noch ein Bett bauen können. Aber das ist ziemlich cool gemacht. Also, dass das funktioniert, weil das hat man manchmal doch bei Spielen ganz schöne Probleme, dass man dann da doch abrutscht. Aber das hier ist dann doch ganz schön realitätsnah. Zumindest von der Hinsicht. Natürlich gibt es hier außergewöhnlich große Tiere und außergewöhnlich. Und wir sind einfach außergewöhnlich klein. Aber na gut. Mal sehen.